Prinz Harry verkleidet sich Waisenkinder als Spider-Man. Was für eine süße Aktion von Prinz Harry, 38. Der Sohn von König Charles III. 74, ist Vater von zwei Kindern. Gemeinsam mit seiner Frau Meghan, 41, bekam der einstige Royal zunächst Sohnemann Archie Harry Sohn, 3, und dann noch Töchterchen die liebe Diana, 1. In seiner Vaterrolle soll der Brite total aufgehen. Doch auch für andere Kinder gibt er alles, Prinz Harry schmiss sich jetzt für Waisenkinder in ein Spider-Man-Kostüm. The Sun liegt ein zauberhaftes Video vor, das von Harry und Meghans Organisation Archewel produziert wurde. Der 38-Jährige trägt hier eine Spider-Man-Verkleidung und hält eine kleine Rede für Waisenkinder. Weihnachten ist eine Zeit, in der wir unsere Lieben sehr, sehr vermissen, und das ist in Ordnung, begann Spider-Man Harry. Aber gleichzeitig kann es sein, dass wir uns schuldig fühlen, weil wir ohne unsere Eltern Spaß haben. Aber ich kann euch versichern, dass unsere Eltern immer wollen, dass wir Spaß haben. Also fühlt euch nicht schuldig. Am Ende des Clips schon der Rotschopf dann seine Maske hoch und gab seine Identität preis. Die Kinder, für die Harry den süßen Clip aufgenommen hat, gehören der Wohltätigkeitsorganisation Scottish Little Soldiers an. Dabei handelt es sich um Kids, die Elternteile verloren haben, die in den Streitkräften der USA gedient haben. Der Bruder von Prinz William, 40, supportet die Organisation schon seit längerem. Zur Erinnerung, auch Harry war erst 12 Jahre alt, als seine Mutter Prinzessin Diana, römisches Kreuz, 36, bei einem tragischen Autounfall verstorben ist.